Hallo, ich freue mich, dass du mich wieder auf Golfen mit Freude besuchst. Eine Frage: Passiert es manchmal bei dir oder merkst du, dass du stoppst, dass dein Schwung nicht rund genug ist? Der Boden ist ja recht matschig heute, hat nur geregnet und sowas sieht man ziemlich oft. Der Ball ist geflogen, aber leider zu kurz. Ich habe einen riesen Divot hier gemacht. Es war abgehakt, es hat wehgetan, der Schwung war nicht rund. Ich habe hier ein Pitching Wedge in der Hand und oh, ich hole mal kurz mein Rasenstück. Das tut weh zu gucken, zu sehen. Und das, was ich jetzt sage, gilt für jeden Schläger in der Tasche. Wir wollen den Durchschwung vollenden. Nur wenn ich einen schönen, langen, ruhigen, ausbalancierten Durchschwung habe, dann ist das, was ich hier am Ball mache, viel besser, viel weicher. Da ist Schlägerkopfgeschwindigkeit, aber ohne dass ich hauen muss. Wenn ich nicht weit durchschwingen darf und muss trotzdem weit, dann muss ich schnell schwingen, schnell runterschwingen. Wenn ich aber weiß, dass ich bis hier durchschwingen darf, dann wird der gesamte Schwung rhythmischer und besser. Richtung und Länge sind auch besser. So, mein Tipp für dich ist super, super einfach, muss aber trainiert werden. Das klingt erstmal super einfach sich an, aber Folgendes bitte denken. Zähle bitte beim Schwingen. 1, 2. Nur wenn die meisten Golfer 1, 2 zählen würden, dann würden sie es so machen. 1, 2. Das ist nicht, was ich möchte. Ich möchte, dass du so zählst. 1, 2. So 2 ist die Endposition. Das hilft sehr, den Schwung zu vollenden. Und das werde ich jetzt tun. Meter. Ja, okay. 100. 1, 2. 1, 2. Schauen wir jetzt, wie das Treffen ist, verglichen zum ersten Desasterschwung. Ich zähle laut. 1, 2. Komm runter. Oh, da habe ich kein Divot geschlagen. Das ging aber auch. Ich mache jetzt einmal mit Divot. 1, 2. So, da war mein Schwung viel, viel weicher. Mein Divot war nicht so tief dieses Mal. Mein Schwung sah hoffentlich runder aus und auf jeden Fall vom Ergebnis habe ich profitiert. Danke für das Zugucken. Falls du mich noch dieses Jahr in Lüttesburg besuchen möchtest, freue ich mich, wenn du dich ja bei uns meldest. Und die Golfreise, die in 2 Monaten stattfindet, die findet statt, die ist bestätigt. Ein, zwei Plätze sind noch frei. Würde mich freuen, dich dabei zu haben. Tschüss.